Etwas zu einfach machte es sich ein Betriebsprüfer bei der Prüfung eines Friseursalons. Die Inhaberin führte ihre Kassenbücher in einer Excel-Tabelle. Das beanstandete der Prüfer. Das Gesetz fordere, dass nachträgliche Änderungsmöglichkeiten von vornherein ausgeschlossen würden. Dies gewährleiste eine Excel-Tabelle nicht. Der Prüfer wandte den sogenannten Chi-Quadrat-Test an. Dabei handelt es sich um eine Statistikmethode. Diese beruht auf der Annahme, dass jeder Mensch Lieblingszahlen hat. Wenn er Zahlen manipuliert, wendet er diese unbewusst an. Tauchen also bestimmte Zahlen gehäuft im Kassenbuch auf, spricht dies dafür, dass es manipuliert wurde. Prompt kam der Prüfer beim Friseursalon zum Ergebnis, dass das Kassenbuch mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% verändert worden war. Aufgrund dieser Erkenntnis erhöhte das Finanzamt die jährlichen Umsätze kurzerhand um 3.000 Euro. So geht es nicht, entschied das FG Rheinland-Pfalz. Das Finanzamt hatte keinerlei Beweise geliefert, dass Manipulationen möglich waren. Dafür Beweise zu liefern, war aber der Job des Betriebsprüfers. Die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests reichen nicht aus, um einfach Umsätze hinzuzuschätzen, so das Gericht. Denn es fehlte der Beweis, dass die Buchführung nicht ordnungsgemäß war. Zumal die Zahlenhäufigkeit beim Salon auch dadurch begründet sein konnte, dass bei den Preisen häufig Fünfen auftauchten. So kostete eine Föhnfrisur 15 Euro, Färben 25 und so weiter. Das FG Rheinland-Pfalz gab der Klägerin recht. Die Schätzungsbescheide des Finanzamts hob es auf.